Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, lange ist es her, dass wir uns gehört haben. Ein halbes Jahr ist es jetzt schon her, ein bisschen länger sogar, würde ich sagen. Tja, was das Internet alles anstellen kann, sieht man mal. Auf jeden Fall, ich bin zurück mal wieder. Und ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, Battlefield 2042 Beta Gameplay ist mal am Start. Ja, wir hatten uns ja eigentlich darauf gefreut, letzten Monat die zu spielen. Wurde ja nichts, Game wurde um einen Monat verschoben, der Release, damit auch die Beta um einen halben Monat verschoben. Aber wenigstens können wir jetzt spielen. Ich hoffe mal, die Beta kommt nochmal zurück für vielleicht 2 Tage nächste Woche. Wäre schön, so angemerkt an EA und DICE. Aber ich denke mal, 2 Tage mehr wird es jetzt nicht bleiben. Was traurig ist, wenn man bedenkt, dass es halt zum Testen ist, aber... Naja, was soll man in 2 Tagen testen, meine ich jetzt bezogen, aber... Naja, muss der Entwickler für sich selber wissen, sagt man so schön, ne? Muss jeder für sich selbst wissen. Auf jeden Fall kommen wir zum Thema Beta. Wie ist sie aufgetreten und wie ist sie abgelaufen? Mein erster Eindruck vom jetzt 2. Vorabspieltag war relativ positiv in Sachen Gameplay, Settings und auch vor allen Dingen allgemein die neuen Einstellungen, Settings und Pipapo. Ich war wirklich sehr positiv überrascht davon, was alles Neues, was alles altbekannt ist aus Battlefield 4, wie zum Beispiel die gesamte Game Engine gefühlt, die kopiert wurde. Muss ich sagen, war eigentlich im Großen und Ganzen gut. Ich würde sagen, das Gameplay an sich war relativ cool, muss ich sagen. Es war wie Battlefield 4, aber halt ein bisschen moderner, was mir echt gut getan hat für die Seele, sag ich mal. Weil Battlefield 4 ist wirklich in die Jahre gekommen, man merkt es am Gameplay einfach, dass, das nicht mehr modern ist halt. Und ja, kommen wir zu dem modernsten vielleicht, was so die meisten interessiert. Wie ist das Sprinten jetzt? Wie ist das Hocken jetzt? Das geht wahrscheinlich die meisten so auf den Sack, schon seit Battlefield 5, Battlefield 1 Zeiten. Ja, man hat jetzt einen richtigen Supersprint, nenne ich es mal. So like a Modern Warfare müsst ihr euch das vorstellen. Modern Warfare hatte man ja auch diesen Supersprint. Da konntest du halt richtig durchziehen oder hattest halt immer deine Waffe so in der Hand, sag ich mal. Also zumindest erinnert mich diese Position. Er hält seine Waffe in der Hand links immer und dann sprintet er voll durch. Das erinnert mich immer an Modern Warfare immer. Deswegen sage ich so ein bisschen Modern Warfare Sprint. Auf jeden Fall. Wir haben Supersprint, zweimal L3 reingedrückt und schon können wir ja richtig durchsprinten. Das gibt ein neues Gameplay-Erlebnis, sag ich mal. So eine neue Erfahrung auf jeden Fall ist dadurch am Start. Und natürlich haben wir auch durch dieses neue, Element auch natürlich ein anderes verloren. Und zwar haben wir jetzt das in der Hocke sprinten nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch in der Hocke gehen. Das ist ein bisschen Negativaspekt, weil... Ja, es bringt einem einen gigantisch strategischen Vorteil, wenn man in der Hocke sprinten kann in Hochhäusern oder mal von einer Seite des Schlachtfelds zur anderen Seite des Schlachtfelds. Das war immer so das kleine Highlight in Battlefield 5, muss ich anmerken hier. Aber schade, dass sie es rausgenommen haben. Aber dafür haben wir jetzt eine neue Fähigkeit, halt dieser Supersprint, nenne ich es mal wirklich. Der haut rein, das könnt ihr mir glauben. Zusammen in Kombination mit dem neuen Sliding-System ist das wirklich abgespaced geil. Also man kann es ja manchmal im Gameplay hier sehen, gerade am Ende, wo der Heli dann ist. Besser gesagt, wo ich im Heli bin, nicht der Heli ist. Auf jeden Fall, da sieht man das schön, wie die Gegner schön am Boden rumsprinten, rumlaufen, rumspringen. Ich hatte heute auch ein bisschen mit dem Sniper gespielt, da habe ich das auch so gemerkt, Digga. Das ist mega heavy, die jetzt zu treffen. Also früher, da hast du so gezielt, Battlefield 5, einfach mal schön rein und dann schön peng und dann war das. Ne? Jetzt ist es so, da rennen die weg, Alter. Da denkst du, die fahren Ferrari. Und dazu na schön noch so ein Slide rein. Das heißt, du bist da nicht so schön im Snipen. Du kannst sagen so, okay, da läuft er lang. Nee, jetzt hat er sich weggeduckt. In dem Moment. Also Real Talk, das Sniping ist jetzt echt kompliziert geworden. Nicht zuletzt auch der Schaden. Ich habe mir heute mal erlaubt, vom Hochhaus ganz oben von dem Tower aus, wo die Raketen gebaut werden auf der Beta-Map, mal oben mich hingecampt, habe mich mal so 1-2 Minütchen oben hingelegt, geguckt, wen kann ich da wegholen. Habe einen gefunden, schieß ihn 2-mal an, er lebt immer noch. Zusammengefasst halt, man braucht mittlerweile 3 Schüsse. Ich glaube, die haben das System so abgeändert, dass man jetzt quasi so je nach Headshot, also je nach
Schusstreffer, das heißt Oberkörper, Kopf und Beine gibt es halt mehr Schaden. Dazu kommt dann noch Entfernung, ganz große Sache halt. Das war ja immer so das A und O. Wie zum Beispiel Waffenstreuung und so weiter, das ist halt auch ein A und O, da kommen wir gleich zu. Aber auf jeden Fall beim Sniping, was ich gemerkt habe, man macht auf jeden Fall weniger Schaden. Auf große Entfernung, deutlich weniger Schaden, was nicht ganz negativ ist, weil so können die Leute sich nicht mehr so richtig hincampen und so richtig viel Headshots verpassen oder manche Cheater, wie man sie jetzt an Battlefield 5 hat, explizit genannt. Ja, hat man jetzt auch nicht mehr so dieses Gefühl, dass jeder Zweite jetzt am Cheaten ist, der sniped, aber ich denke mal, das wird auch auf jeden Fall das Cheating so ein bisschen abschwächen in Sachen Sniping mit dem Aimbot. Sei gegrüßt, der Aimbot. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen weniger Schaden mit der Sniper. Mal gucken, wie es dann im richtigen Game ist. Wir können jetzt momentan in der Beta nur zwei Sniper spielen, was ein bisschen schade ist, weil ich habe mir so gewünscht, mal so ein bisschen, ne, ein bisschen rein zu sneaken. Was gibt's da alles? Was ist da alles neu? Ja, leider ist da nicht so viel neu. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Waffen-Gameplay. Und zwar, wie ist es jetzt geworden? Ist es noch ähnlich wie in Battlefield 4? Und ja, das ist es. Es ist auf jeden Fall sehr stark angelehnt. Wie gesagt, ich würde glauben, die haben die gesamte Game-Engine einfach fast übernommen und haben einfach nur so ein bisschen neue Grafik, bisschen neues Gameplay von Battlefield 5 übernommen und haben ein bisschen was neu programmiert, so gefühlt. Also, ja, so viel Arbeit steckt gefühlt nicht dahinter, aber da steckt bestimmt sehr viel Arbeit dahinter, was wiederum großen Respekt, naja, in einem aufrufen sollte, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja, die Beta ist an sich relativ gut im Waffen-Gameplay gewesen. Ich hoffe mal, das Game wird am Ende auch so sein. Was ein bisschen doof ist, ist halt ruckelig ist. Die Streuung an sich war relativ gering mit dem Sturmgewehren. Auch auf Ferndistanzen war der Schaden konstant. Nicht wie bei der Sniper, wo ein bisschen weniger war wahrscheinlich. Ja, an sich war es einfach geiles Gameplay. Hat Bock gemacht, mir endlich wieder richtig modern zu spielen, Battlefield 4 und nicht, ja. Wo war der Gegner nochmal? Oder, hä? Wieso hat er mich jetzt gekillt, Digga? Obwohl ich ihn 3 Schuss reingedrückt habe. Ja. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, das Gameplay war einfach gut. Hat mal gut getan, mit solchen Waffen wieder richtig zu spielen. Und ich muss auch sagen, dass es vor allen Dingen auch entspannt ist, wenn eine Waffe richtig durchzieht und nicht auf halber Strecke den Geist aufgibt. So viel dazu noch. Ja, an sich, wie gesagt, Streuung und auch vor allen Dingen Rückstoß waren explizit reduziert. Also es war wirklich fast kaum noch was da. Streuung ist natürlich immer da, wenn der Gegner sich bewegt und du mit nachziehen musst, hinter ihm her. Ist immer da natürlich, aber ansonsten war es relativ gut. Ja, an sich das Flugzeug-Fahrzeug-Gameplay war relativ entspannt. Womit ich einfach nicht warm werde, das sage ich ganz klar heraus, ist das Helikopter-Gameplay und auch das Düsenjäger-Gameplay. Also da wünsche ich mir einfach ein neues System. Also das von Battlefield 4 hätten sie meiner Erachtens nach nicht nehmen sollen, weil dieses linker Stick gibst du Gas und steigst Höhe, rechter Stick gehst du irgendwie nach vorne. Ich kapiere das nicht, ich komme da auch niemals rein, garantiert. Ich werde damit nicht warm, weil das einfach nicht mein Gameplay ist. Da sehe ich mich lieber in der Battlefield 5 Zero. Und ja, ist einfach so. Aber ja, das Fahrzeug-Gameplay an sich war geil, war ein cooles Erlebnis, gerade mit dem schönen fetten Bomber, sage ich mal, dazu. Ja, ich habe den Namen gerade vergessen, sorry. Auf jeden Fall, ja, mit unserem Gunship, Namen wieder eingefallen, mit unserem Gunship macht es auf jeden Fall richtig Bock. Die Animationen schmecken saftig und natürlich ist es einfach ein geiles Feeling, in so einem fetten Koloss mal rumzufliegen, auch wenn man die Kamera, naja, ein bisschen sehr weit wegstellen kann und dadurch das Ding mini wird, irgendwie gefühlt. Auf jeden Fall macht's Bock. Düsenjäger ist natürlich auch immer noch geil zu spielen, aber der Radius ist immer noch übertrieben groß zum Umdrehen. Ja, zu Fahrzeugen. Ich konnte ein bisschen Panzer spielen. Panzer macht mega Bock, hat wirklich guten Schaden. Was ich mir aber ein bisschen, naja, wünschen würde, ist noch, dass so diese Heal-Fähigkeit von Battlefield 5 wieder reinkommt. Und dass das Gameplay auch ein bisschen übersichtlicher wird. Weil man checkt nicht, welche Fähigkeit muss jetzt hier da verwenden. Das ist ein bisschen tricky. Ja, auch zum gleichen beim Waffen-Gameplay mit diesem Aufrüsten. Das hat wirklich mega Bock gemacht. Das Gameplay hat sich so geändert. Du könntest jetzt Häuserkampf, du wechselst auf Nahobjektiv.
Fernkampf, du wechselst auf Fernobjektiv. Das ist so geil, flüssiges Gameplay. Du brauchst nicht respawnen, um dir ein neues Objektiv drauf zu machen. Das ist einfach flüssig, geil, modern. Das waren die Worte dazu, die es beschreiben. Und das gleiche gilt für alles andere. Es macht wirklich Bock, das zu spielen. Aber es sind halt ein paar Sachen von Battlefield 4 übernommen worden, die meines Erachtens nach einfach alt sind. Und nicht der zeitgerecht sind, die wir heute halt haben. Ja, so viel dazu. Ich denke, mehr gibt es nicht zu sagen zum grundlegenden Gameplay. Waffenaufrüstung war einfach wirklich schmackhaft. Fahrzeug an sich war auch schmackhaft. Was vielleicht ein bisschen nervig ist, dass die Waffen und auch allgemein im Liegen, dass man nicht mehr sich bewegen kann, sondern dass man jetzt fest ist. Gibt vielleicht so einen kleinen Vorteil, wenn man MGist ist, aber naja, wer spielt schon gerne mit MG oder mit einem festgelegten, ja, Richtung? Also ich denke mal, keiner spielt gerne mit Zielen und du bist festgelegt auf diese Richtung beim Liegen. Aber naja, was soll man machen? Wenn EA denkt, das wäre gutes Gameplay, dann kann man sich da nicht gegenstellen, außer das zu bemeckern, bemeckern und bemeckern, bis es endlich mal ändern. Ja, wie gesagt, das sind so kleine Kriterien, die mir nicht gefallen haben, wie das ruckelige Gameplay. Ich hoffe mal, das wird im richtigen Game nicht sein, diese kleine Kinderkrankheit, die jedes Gamer hat. Aber naja, hier ist er wieder mal ein bisschen bemerkbarer. Ja, wie gesagt, dieses alte Gameplay hoffe ich, dass es noch vielleicht ein bisschen überarbeitet wird. Was noch positiv ist, was ich noch anmerken will kurz. Die Optionen wurden allgemein überarbeitet, gigantisch. Es ist ein komplett neues System. Man kann jetzt Fahrzeuge direkt anpassen. Man kann direkt anpassen seinen Soldaten, Zielempfindlichkeit, vertikal, senkrecht. Ich glaube, das ist mein Moment. Ja, auf jeden Fall. Man kann vieles anpassen. Es macht einfach Bock, mal wieder sich reinzufuchsen in ein Game, was eigentlich immer noch das gleiche ist wie vorher. Ne? Es ist ja nur anderes Zeitalter mit noch ein bisschen anderen Gameplay. Ja, wie gesagt, es macht Bock. Es ist wirklich mega interessant und spannend, mal da reinzuschnuppern. Ich kann es nur jedem empfehlen, die Beta mal auszutesten, ob es was für ihn ist, das Game oder nicht. Diese kleinen Kinderkrankheiten hoffe ich mal verschwinden beim richtigen Game Release. Sowas wie altes Gameplay wird wahrscheinlich nicht verschwinden, an der Stelle angemerkt. Aber so dieses Herumgewackel und Rumgehänge im Gameplay, das ist ein bisschen nervig vom Bild. Aber naja, was soll man machen? Ist halt immer da. Und auch die anderen Sachen, so die ein bisschen negativ waren, wie halt Flugzeug-Gameplay und so weiter, denke ich mal auch nicht, dass da was passieren wird. Aber dennoch war es gut. Das war es jetzt von meiner Seite, mal ein kurzes und hoffentlich knappes Video, auch wenn es ein paar Minuten ging. Ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall spannend, es ist interessant und es macht Bock. Ich kann es nur empfehlen, mal reinzuschnuppern, ist ja jedem selbst überlassen. Ich würde die Chance nutzen, Leute. Haut da rein, viel Spaß mit Battlefield 2042 Beta. Läuft Freitag, Samstag durchgehend, Sonntag nicht mehr, glaube ich mal. Wer weiß, vielleicht wird es ja verlängert. Daumen drücken. Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Viel Spaß mit der Beta. Und wir sehen uns im nächsten Video. Oder Livestream. Ich denke, im nächsten Video. Also, bis dahin, haut rein. Viel Spaß mit Battlefield 2042. Und, ja, wir hören uns.